Mein Vorbild ist die und die Pippi Langstrumpf, weil ich sie ganz toll finde. Sie ist sehr mutig und Mut, finde ich, ist eine wichtige Ingredienz zum Weiterkommen im Leben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich je so einen Job werde haben, nie im Leben. Es hat sich wie so ein bisschen entwickelt über die Jahre. Ich bin eigentlich so klassisch reingewachsen und habe jetzt riesig Spass. Aber wenn du mich gefragt hättest vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, nein. Wenn ich zurückdenke, habe ich nie das Gefühl gehabt, es hätte mir an Selbstvertrauen gemangelt. Ich glaube aber, ich habe sehr oft zweifelt an mir, an meiner Wirkung, an meinem Wissen, an meinem Können. Und habe, glaube ich, erst im Verlauf der letzten wahrscheinlich 10 Jahre so wirklich eine Standhaftigkeit als Berufsfrau, als Mensch können entwickeln. Das ist für mich eigentlich etwas Gender-Unabhängiges. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir irgendwann dort herkämen, dass einfach alle Menschen in unserer Gesellschaft gleiche Rechte, gleiche Pflichten meinetwegen auch haben. Meiner Meinung nach sind wir dort noch ein Moment davon entfernt. Jetzt, wenn wir es gerade auf die Arbeitssituationen runterbrechen, dann glaube ich, ist es immer noch in vielen Branchen völlig unüblich, dass ein Mann kann sagen, ich würde gerne 80% arbeiten, weil ich noch einen Tag mit meinem Sohn mehr verbringen will. Gleichzeitig finde ich, sollte man Frau nicht dafür verurteilen, wenn sie findet, ich will 100% arbeiten, weil ich wahnsinnig Spass habe beim Arbeiten. Ich glaube, wir brauchen mehr Offenheit und mit dieser Offenheit kommt dann hoffentlich wirklich irgendwann Gleichstellung im wahrsten Sinne des Wortes.